Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stellaris leicht gemacht hier bei Simnox Gaming. Mein Name ist Simnox, schön, dass du den Weg wieder hergefunden hast zum nächsten Teil. Wir wollen gar nicht lange reden, es soll direkt weitergehen. Wir sind zurück hier bei unseren Mentoren in unserem Nifra-System, dem Nachbarsystem vom Kompendium, das wir in unserem letzten Tutorial hier mit unserem Forschungsschiff erforscht haben. Und als nächstes möchte ich dir und auch allen anderen gerne zeigen, einerseits wie man Befehlsketten vergibt, also mehrere Aufträge nacheinander abarbeitet, und wie man denn dann Systeme für sein Reich in Besitz nimmt. Ich hatte das beim letzten Mal bereits angedeutet, das werden wir heute in die Tat umsetzen. Während wir das tun, werden wir aber hier unser kleines Forschungsschiff schon mal weiter forschen lassen. Und können da auch direkt den ersten Punkt ansprechen, den ich gerne anbringen möchte. Nämlich die Befehlsketten. Was sind Befehlsketten? Ja, der Name schon, wie der Name schon sagt, eine Verkettung von mehreren Aufgaben hintereinander. Wie mache ich das? Ganz einfach. Ich gehe hier zum Beispiel jetzt hin, möchte mein Forschungsschiff erkunden lassen. Ich klicke hier drauf. Und jetzt kann ich einfach auf ein System klicken und dann würde ja mein Forschungsschiff losfliegen und hier anfangen, das System zu erkunden. Wenn es das getan hat, ist seine Aufgabe damit erfüllt. Und es würde im Prinzip untätig im System schweben bleiben, im Weltraum, würde nicht weiterarbeiten. Jetzt kann ich aber hingehen, ich werde das mal gerade zurücksetzen, das mache ich, indem ich hier auf den Hotkey drücke, nicht auf den Hotkey, auf diesen Button oder auf den Hotkey H. Damit halte ich die aktuelle Befehlskette komplett auf und verwerfe alles wieder. Ich sage jetzt nochmal und jetzt halte ich die linke Umschalttaste gedrückt. Also die Taste mit dem Pfeil nach oben über der linken Steuerungstaste auf der Tastatur. Die halte ich gedrückt und jetzt drücke ich einmal auf das System hier und dann auf das nächste System und dann auch noch auf dieses hier und auf das hier. Und ihr seht, der Pfeil läuft immer weiter, so im Zickzack von System zu System. Das Schiff wird jetzt sich gleich wieder auf den Weg machen, wenn wir die Zeit oben weiterlaufen lassen, und wird dann erst dieses System anfliegen, wird hier erkunden, wird dann, wenn es hier fertig ist, das nächste System ansteuern, hier alles erkunden und so weiter, bis es hier mit Erkunden fertig ist. Und dann erst wird die Aktivität dieses Schiffs wieder enden und es wird ohne Aufgabe im Orbit herumschweben irgendwo und wird quasi auf eine neue Anweisung warten. Das lassen wir jetzt, wie es ist. Ich schließe das hier. Und ihr seht, es verschwindet. Aber wenn ich das Schiff anklicke, taucht es auch wieder auf. Das heißt, der Befehl ist jetzt gespeichert. Und ich kann, wenn ich die Umschalttaste gedrückt habe, beliebig weitere Befehle in einem gewissen Rahmen, ich glaube, es sind 10 Anweisungen, die ich einem Schiff in die Zukunft hingeben kann, wird es die nacheinander ausführen. So viel zum Thema Befehlsketten. Das geht natürlich nicht nur bei dem Forschungsschiff, sondern das geht natürlich auch bei unserem Konstruktionsschiff, denn ihr könnt sehen, wir haben hier 300 Mineralien übrig. Das heißt, wir können momentan 3 orbitale Forschungs- oder Bergbaustationen bauen, denn eine Station kostet standardmäßig 100 Mineralien. Wir suchen uns unser Konstruktionsschiff, das da, und sagen hier jetzt, ja, wie soll ich das ausdrücken? Wir können jetzt entweder hier drüber gehen oder können das Ganze mit einem Rechtsklick auf das entsprechende System machen. Wie das funktioniert, hatte ich euch ja beim letzten Mal gezeigt. Und ich möchte gerne, dass das Konstruktionsschiff anfängt und hier eine Bergbaustation baut. Ich habe jetzt das hier mit einem Rechtsklick angeklickt und habe jetzt hier diese Befehle zur Auswahl. Entweder anfliegen oder anfangen zu bauen. Und auch hier halte ich wieder die linke Steuerungstaste, Verzeihung, die linke Umschalttaste, ich muss mich korrigieren, die linke Umschalttaste, halte ich gedrückt. Und schon habe ich dem Ganzen hier einen Befehl hinzugefügt. Ich kann jetzt auch die linke Umschalttaste momentan loslassen. Jetzt mache ich einen Rechtsklick hier drauf, halte die Taste wieder gedrückt und klicke das wieder an. Und ihr seht, das fügt sich nahtlos an. Wir machen es ein drittes Mal. Ich mache einen Rechtsklick hier drauf, halte die linke Umschalttaste gedrückt und sage Forschungsstation bauen. Und wenn ich jetzt die Zeit laufen lasse, wir lassen das jetzt mal das Ganze laufen. Jetzt fliegt hier mein Konstruktionsschiff los, bewegt sich hier hin, beginnt hier mit dem Bau, fliegt dann hier hin, beginnt hier mit dem Bau und fliegt dann hier hin und beginnt hier mit dem Bau. Und wenn es das gemacht hat,
dann endet sozusagen seine Befehlskette an der Stelle. Das kann man hier auch sehen. Bergbaustation bei Sarah Kenjal bauen, das ist hier. Plus zwei Bewegungen, plus zwei Befehle. Das ist jetzt, schneidet sich jetzt hier ein bisschen, das ist ein bisschen doof gerade. Plus zwei Befehle bedeutet, es hat noch den Befehl, hier etwas zu bauen und den Befehl, hier etwas zu bauen. Und wir könnten dem Ganzen direkt, wenn wir wollten, auch noch einen dritten Befehl hinzufügen. Damit möchte ich aber jetzt gerne warten, bis dass wir fertig sind. Ich lasse die Geschwindigkeit mal mit sehr schnell weiterlaufen, um das Ganze etwas zu beschleunigen, weil es ist jetzt nicht so spannend, dem Ganzen zuzugucken, obwohl es schon interessant ist, hier so optisch zu sehen, wie das Ganze fertig gebaut wird. Da kommen so kleine Drohnen, die dann hier helfen, diese Station in Betrieb zu nehmen. So, da kommt noch etwas anderes, was wir dann an dieser Stelle gleich mit anbringen können. Ihr seht, das Schiff fliegt weiter. Aber darum soll es jetzt gerade mal einen kurzen Moment lang nicht gehen. Ich halte die Zeit bewusst an, weil sonst kann es sein, dass uns gleich zu viele Sachen auf einmal um die Ohren fliegen. Denn hier oben ist jetzt ein kleines Symbol aufgetaucht mit diesen zwei Gesichtern. Oder Masken oder nennt es, wie ihr möchtet. Das ist das sogenannte Traditionenfenster. Das kleine Pop-up hier sagt uns, Traditionen sind verfügbar. Wir haben genügend Einigkeit zur Annahme einer neuen Tradition gesammelt. Einigkeit zur Erinnerung ist dieses Symbol hier, das da. Wir haben jetzt 300 Einigkeit gesammelt, das braucht man, um die erste Tradition anzunehmen. Jetzt stellt sich die Frage, was sind Traditionen? Wir klicken das an und es öffnet sich das Traditionenmenü. Das passiert immer dann, wenn man das anklickt. Alternativ kann man auch hier über die Seite gehen und kann hier an der Stelle, da sieht man so ein Symbol, das sehr ähnlich aussieht, auch mit so zwei Gesichtern, eines in so einem Blauton und eines eher orange. Und das ist exakt dasselbe Fenster wie das, was man auch dort oben ansteuern kann. Und dann landet man in diesem Fenster hier. Und man hat hier 7 Möglichkeiten zur Auswahl. Diese 7 Möglichkeiten müssen nicht immer genau diese 7 sein. Es können auch schon mal vereinzelt Abweichungen entstehen, je nachdem, wie man sein Volk gebaut hat. Aber grundsätzlich sind es erstmal diese 7. Das soll für den Einstieg reichen. Das hier sind Traditionen. Und jede Tradition spiegelt verschiedene Aspekte des Seins und des Lebens sozusagen wider. Oder der Art und Weise, wie führt man denn sein Leben und wie ist denn das Reich aufgebaut? Wir wollen zum Einstieg mit der Entdeckertradition beginnen. Das heißt, wir konzentrieren uns auf dieses Feld hier, von denen es wie gesagt insgesamt 7 Stück gibt. Davon jedes mit 5 Auswahlmöglichkeiten, die wir nach und nach freischalten können. Das heißt, es sind insgesamt 7 mal 5, also 35 Punkte, die wir hier vergeben können. Und die wir hier freischalten können, über die Zeit. Natürlich, mit jedem Punkt, den wir vergeben, wird der nächste etwas teurer. Wie lange es bis zum nächsten Punkt dauert, wird hier oben immer in dem kleinen Balken angezeigt. Und man kann hier oben auch sehen, okay, wie viel Tradition habe ich denn schon, oder wie viel Einigkeit für die nächste Tradition habe ich denn angesammelt. So, wenn ich jetzt hier über den Annehmen-Button mich bewege, wird mir gezeigt, was denn passiert, wenn ich diese Tradition annehme. In dem Fall heißt das, die Forschungsgeschwindigkeit von Anomalien wird um 20% erhöht. Das heißt, finde ich eine Anomalie, ich hatte kurz erwähnt, was das ist, das sind so kleine Mini-Quests sozusagen. Die Forschungsgeschwindigkeit, also die Geschwindigkeit, mit der diese kleinen Mini-Quests abgeschlossen werden, wird um 20% erhöht. Und dann gibt es noch einen Abschlusseffekt. Das bedeutet, wenn man alle diese 5 Traditionen hier angenommen hat, dann bekommt man automatisch einen Abschlusseffekt, der die Forschungsgeschwindigkeit um 10% erhöht, also alle Forschung läuft 10% schneller, und gewährt einen sogenannten Aufstiegsvorteilslot. Aufstiegsvorteilslots sind diese 8 Kästchen hier, die sogenannte Aufstiegsvorteile uns gewähren. Was genau das ist, dazu möchte ich gerne später eingehen. Hier an dieser Stelle möchte ich erstmal nur die Tradition ansprechen, um euch halt aus akutem Anlass zu zeigen, was kann man damit machen und was bringt uns das so. Grundsätzlich sind alle Traditionen positiv für uns und bringen uns in irgendeiner Weise einen Vorteil, genau wie die Aufstiegsvorteile. Die bringen uns also enorme Boni im Vergleich zu unseren Gegnern, haben aber natürlich auch den Preis, in Anführungszeichen, dass man immer erst eine ganze Tradition, also alle 5 Punkte abschließen muss, plus die Annahme, also eigentlich sind es sogar 6, bis man einen Aufstiegsvorteil freischaltet. Das heißt, es ist eine tolle Belohnung, die aber ein bisschen Arbeit von uns verlangt. So, ich möchte jetzt diese Entdeckertradition annehmen, indem ich auf die gleichnamige Schaltfläche hier draufklicke. Dann fragt er mich auch, möchtet ihr die Entdeckungstradition wirklich annehmen? Kosten 300 Einigkeit. Ja, das möchten wir. Und jetzt haben wir den Effekt schon freigeschaltet, sind jetzt in diesem Baum hier unterwegs
Und in 22 Monaten wird uns der nächste Traditionspunkt sozusagen gewährt. Und dann können wir entweder hier innerhalb dieser Tradition einen von den beiden hier wählen oder eine andere Tradition zusätzlich annehmen, um deren Annahmeeffekt uns zu sichern. Das Ganze ist für den Anfang ein bisschen viel auf einmal, aber man fuchst sich da relativ schnell rein, wenn man sich die mal in Ruhe durchliest, welche Tradition uns welche Vorteile bringt. Das Ganze ist auch hier, wie bei vielem in Stellaris, so, dass es kein richtig und kein falsch gibt, sondern es darauf ankommt, wie möchte man das Spiel spielen. Dementsprechend kann man manche Traditionen früher oder eben später sich aussuchen und dann sich entsprechend gewisse Vorteile früher oder später sichern. So viel zum Thema Tradition an dieser Stelle. Ich schließe das Fenster wieder und ihr seht, das kleine Pop-up ist auch verschwunden, weil wir eben unseren Traditionspunkt ausgegeben haben, indem wir unsere Einigkeit verwendet haben. Ich lasse die Zeit weiterlaufen und unser Schiffchen fliegt los und baut hier munter weiter. Ich bleibe jetzt erstmal bei unserem Konstruktionsschiff und wir beobachten das mal ein bisschen, bis es fertig ist. Ihr seht, hier nebenbei läuft der Balken auf unserem Forschungsschiff, das heißt, das Ganze ist auch in der Mache. Und wahrscheinlich wird gleich früher oder später auch mal eine Anomalie aufploppen. Und ansonsten, werden wir das beim nächsten Mal machen. Wir schauen mal, weil darauf habe ich keinen Einfluss. So, abwarten, was zuerst passiert. Ihr werdet gleich einen Audio-Hinweis hören. Construction complete. Da ist er. Habt ihr gehört? Construction complete. Und auch hier wieder, wie ich beim letzten Mal schon angedeutet habe oder beim letzten Mal euch gezeigt habe, ist hier ein kleiner Hinweis oben, dass eben das Bauvorhaben abgeschlossen wurde, zusammen mit diesem Audio-Hinweis Construction complete. Und aber ohne dieses Pop-up in der Mitte, was ich euch beim letzten Mal gezeigt habe, denn das kommt nur beim allerersten Mal. So, jetzt ist unser Schiff hier untätig, aber wir haben natürlich jetzt noch Zeit und Muße und möchten gerne deswegen das Nifra-System für uns beanspruchen. Wie machen wir das, ist die Frage. Ich habe jetzt mein Konstruktionsschiff ausgewählt. Ihr seht, das ist hier hervorgehoben. Und jetzt kann ich entweder durch einen Rechtsklick hier drauf oder indem ich hingehe und gehe in das System rein und wähle den Stern in der Mitte an. Nee, es geht gar nicht. Ich kann es tatsächlich nur über die Galaxis-Karte machen. Oder indem ich das Konstruktionsschiff auswähle und hier sage Sternenbasis bauen, dann wird auch das Ganze hervorgehoben. Ich habe es gerade schon gesagt, darauf wollte ich hinaus. Ich möchte gerne eine Sternenbasis errichten. Wir machen es jetzt, weil wir eh schon hier sind, darüber, dass ich das hier angeklickt habe und jetzt den hervorgehobenen Stern hier markiere. Und da erscheint schon unser Faden. Das Konstruktionsschiff wird jetzt also sich aus dem anderen System auf den Weg machen und über diese Hyperraumroute hier das Nifra-System anfliegen. Und wenn es das getan hat, beginnt es sofort damit, in der Mitte des Sternensystems am Stern Nifra eine Sternenbasis zu errichten. Oh, da kommt ein neues Pop-up. Unser Wissenschaftler hat eine Eigenschaft erlangt. Durch harte Arbeit hat der Wissenschaftler Birgak, also es ist der, der quasi das Forschungsschiff aktuell kommandiert, hat eine neue Eigenschaft entwickelt. Der erhält die Eigenschaft Robust. Das kann man jetzt hier an der Stelle nicht sehen, was die bringt. Dafür muss man das Ganze hier einmal wegklicken und dann kommt auch hier wieder beim ersten Mal eine Meldung. Er hat hier die Eigenschaft Robust erlangt und damit erhöht sich seine Lebensdauer um 25 Jahre. Wenn ich das einmal wegklicke, ist es weg. Auch hier erscheint ein kleiner optischer Hinweis hier oben. Den erhalten wir immer dann, wenn ein Anführer eine Stufe aufsteigt. Was Anführer genau sind, dazu später mehr. Für den Moment reicht es euch aus, dass wir hier einen kleinen Hinweis bekommen. Wie bei den anderen Hinweisen auch, kann ich hier einen Klick drauf machen, um mir das anzugucken. Einen Doppelklick, um dahin zu springen. Oder einen Rechtsklick, um das Ganze verschwinden zu lassen. So, wir kehren mal wieder zurück in unser Nifra-System. Und warten auf unser Konstruktionsschiff, das jetzt hier angeflogen kommt, hoffe ich. Da ist es. So, ich mache das Ganze mal etwas langsamer. Ihr seht, da ist auch wieder dieser kleine Teller. Da beginnt jetzt das Konstruktionsschiff mit seinen Baudrohnen eine kleine Sternenbasis zu errichten. Die baut sich da jetzt auf. Und dann wird gleich auf der Karte etwas passieren, denn ich werde mal aus der Systemansicht raus in die Galaxisansicht gehen. Und ihr seht jetzt, der Balken füllt sich.
Der Bau schreitet voran, während wir den Audiohinweis kriegen, dass unser Forschungsschiff ein weiteres Sternensystem komplett erkundet hat. Auch hier wieder der Hinweis. Ich denke, das ist jetzt bekannt, brauche ich nicht mehr wiederholen. So, 50% sind erreicht. Und gleich wird etwas passieren. Das wird sich auch optisch auf der Karte darstellen. Wir warten mal kurz. Ich stelle das mal kurz etwas schneller, damit es auch schneller läuft. So. So, zack. Ihr seht, die Karte wird immer weiter aufgedeckt, immer wenn ein kleines System hier aufgedeckt wird vom Forschungsschiff. Und ihr habt jetzt gesehen, während ich gesprochen habe, hat sich hier der rote Fleck von hier nach dahin ausgebreitet. Wie ist das passiert? Durch die Einnahme dieses Systems hier habe ich sozusagen, oder durch den Bau, besser gesagt umgekehrt gesagt, durch den Bau dieser Raumstation über dem Stern Nifra, habe ich gesagt, dieses System gehört jetzt zum Herrschaftsbereich meines Sternenreichs und ich beanspruche dieses System für mich und für mein Sternenreich. Das heißt, das ist jetzt mein Herrschaftsgebiet und jetzt kann ich auch anfangen, innerhalb dieses Systems die Ressourcen abzubauen. Das geht nur, wenn das System zu meinem Sternenreich gehört. Ohne geht es nicht. Das heißt, man muss immer erst eine Sternenbasis in einem System errichten und dann kann man immer erst die Konstruktion von Abbauanlagen entsprechend vorantreiben. So, wir lassen das an der Stelle so stehen. Ich lasse die Zeit noch einen Moment laufen, weil ich hoffe, dass uns noch eine Anomalie begegnen wird, um euch mal eine echte Anomalie zeigen zu können. Darauf warte ich jetzt mal kurz und hoffe, dass das jetzt noch kommen wird. Und alles Weitere werden wir uns dann in der... Da ist sie. Zack. Alles Weitere werden wir uns dann in der anderen Folge angucken. Jetzt noch gerade zu der Anomalie. Anomalien sind, wie ich gesagt habe, jetzt bereits mehrfach angedeutet, wie kleine Quests, die auch immer mit so ein bisschen Story verbunden sind, die einen gewissen Planeten oder Trabanten oder Asteroiden oder Stern in einem System betreffen. Ich kann auch mit einem Klick hier drauf mir angucken, worum geht's denn. In dem Fall ist mein Forschungsschiff hier an diesem Asteroiden sozusagen gerade und hat sich den Asteroiden angeschaut und ist dabei auf eine Anomalie gestoßen. Eine Anomalie, also eine etwas Ungewöhnliches. Etwas, das nicht in die normalen Prozesse oder in die normalen Erfahrungen passt. Die da lautet, zum Beispiel, am Rand eines kleinen Kraters auf diesem Asteroiden, also auf dem Asteroiden T3452, ist eine kleine Andockluke zu sehen, die ins Innere des Asteroiden führt. Wahrscheinlich war die Luke einst verborgen, wurde aber durch Meteoriteneinschläge freigelegt. Das heißt, da hat man irgendwas gefunden, da ist irgendwas Besonderes und dann hat man drei Auswahlmöglichkeiten. Entweder lässt man das vorerst sein, dann wird die Anomalie als entdeckt markiert, aber wird nicht weiter erforscht. Das heißt, ihre Vorteile oder ihre Effekte bleiben auch für uns erstmal unberührt. Dann kann ich sagen, auswechseln, da steht, mit einem Wissenschaftler einer anderen Fähigkeitsstufe auswechseln, weil am Moment würde der hier, der Birgak, würde sich der Forschung dieser Anomalie annehmen. Ich könnte aber auch sagen, auswechseln und könnte einen anderen Wissenschaftler hier zum Forschen hinschicken. Oder ich kann das Naheliegendste machen, ich kann sagen, der momentane Wissenschaftler guckt sich diese Anomalie an und erforscht die. In dem Fall bedeutet das, die Anomalie ist etwas schwieriger für ihn, weil er noch nicht so eine hohe Stufe hat, also er ist noch nicht so erfahren. Das heißt, er wird etwas länger brauchen, um die Forschung abzuschließen. Das ist aber nur ein zeitlicher Nachteil. Der Forscher hier kann grundsätzlich erstmal keinen Nachteil dadurch haben. Und diese Anomalien, die treten immer in regelmäßigen Abständen, aber auf der anderen Seite auch zufällig beim Erforschen von Planetensystemen auf. Das heißt, immer fleißig die Forschungsschiffe rausschicken, denn so Anomalien sind in allerseltensten Fällen nur was Schlechtes. Meistens bringen sie uns was Gutes. Und deswegen werde ich hier auch sagen, erforschen. Die Zeit läuft bei Anomalieentdeckung normalerweise weiter. Ich habe die jetzt eben mit einem Druck auf die Leertaste schnell gestoppt, denn mit der Leertaste kann ich hier Zeit anhalten und stoppen, je nachdem, wie ich möchte. Und normalerweise würde die Zeit weiterlaufen. Ich habe das jetzt nur für euch entsprechend gestoppt. Die Entdeckung einer Anomalie wird ebenfalls hier oben in einem kleinen, in einer kleinen Meldung dargestellt. Und wenn man die Maus darüber bewegt, könnt ihr sehen, guckt mal, da kommen so kleine gelbe Pfeile auf dem Asteroiden an der rechten Mitte des Bildes. Da seht ihr das, da fängt er an zu leuchten und das System zeigt uns damit, um diesen Körper
im Weltraum geht es. Ich kann das Ganze hier draufklicken, dann sehe ich nochmal, was für eine Anomalie ist es und sehe hier jetzt auch schon den Forschungsfortschritt, weil der Forscher macht sich bereits auf den Weg und will damit loslegen. Und ich kann jetzt auch noch sagen, nee, lass erstmal sein, ist doch zu gefährlich, lass erstmal. Ich kann aber auch hingehen, mit einem Doppelklick zentriere ich diesen Planetenkörper im Hintergrund oder wie immer mit einem Rechtsklick lasse ich das Ganze verschwinden. So, und damit haben wir auch schon alles gesehen, was wir heute in dieser Folge sehen wollten. Wir haben uns nochmal als kleine Zusammenfassung angesehen, wie vergebe ich eine Befehlskette. Nochmal zur Erinnerung, mehrere Befehle hängt man aneinander, indem man die linke Umschalttaste gedrückt hält. Und dann führt das zugehörige Schiff oder die zugehörige Flotte den Befehl nacheinander aus, so lange, bis das alles fertig ist. Und dann kommt die Meldung, Forschung abgeschlossen, Konstruktion abgeschlossen, Erkundung abgeschlossen, was man entsprechend sich ausgewählt hat. Dann haben wir uns angeguckt, wie nehme ich ein System ein. Das macht man, indem man eine Sternenbasis auf dem zentralen Stern des Systems baut. Und wir haben uns angeschaut, was ist eine Anomalie und wie erforsche ich sie. Zusätzlich hat uns das System quasi angeboten, uns die Tradition anzugucken. Auch das haben wir uns angeschaut. Traditionen sind dazu da, um unsere Lebensweise sozusagen ein bisschen zu repräsentieren und uns Vorteile für das weitere Spiel zu geben, zusammen mit den Aufstiegsvorteilen, die wir im Laufe der Zeit freischalten werden. Gut, und das ist es im Endeffekt für diese Folge gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde mal gleich mich dann umschalten. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben oder abonniert meinen Kanal und verpasst nicht mehr, wenn neue Videos dazukommen. Gerne würde ich mich auch freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst, was ich besser machen kann oder was euch besonders interessieren würde. Und ihr könnt natürlich auch jederzeit gerne in meinem Discord vorbeikommen und mich persönlich ansprechen. Ich stehe für Fragen und für, ja, Anregungen, was man machen kann oder was ihr gerne wissen möchtet, gerne zur Verfügung. Ansonsten war es das hier von mir an dieser Stelle. Mein Name ist Simnox, ich wünsche euch einen schönen Tag und eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!